Ja, heute erzähle ich euch mal von Clara. Clara lebt seit 10 Jahren auf Hofbutenland und sie ist mittlerweile, ist sie 17 Jahre alt, Indira? Ja, 17 Jahre alt. Und sie ist auch mal unter uns mein heimlicher Liebling. Und Puschek ist ja gerade nicht in der Nähe. Ja, und was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, dass Clara, ich zeige euch das mal, seit einigen Wochen einen Darmvorfall hat. Ich kann nicht so dicht dran, Clara ist ein bisschen scheu, da sieht man es. Und wir hatten schon einen Tierarzt hier, der sagte so ganz lapidar, ach, das ist Darmkrebs, kann man nichts machen, gib ihr mal Cortison. Und gestern war unser erfahrener Tierarzt hier, der auch damals Samuels Nasentumor operiert hat. Und der hat Clara rektal untersucht und sagte, das ist eindeutig ein Darmvorfall. Ist auch schon am Enddarm, also nicht nur außen, sondern auch innen. Und jetzt haben wir am Montag einen OP-Termin festgemacht, Montagnachmittag. Natürlich wird Clara hier auf dem Hof operiert. Ja, das Klärchen. Die Beste. Ja, ich kann noch mal ein Foto anhängen, in welchem Zustand Clara damals zu uns kam. Ja, und wenn man das Bild sieht, dann kann man auch verstehen, dass ich sie so lieb habe. Ja, sie ist eine ganz bescheidene, schüchterne, vorsichtige Kuh. Sie, oh süß. Jetzt hat sie uns auch mal die Zähnchen gezeigt, die jedem Streit aus dem Weg geht. So, und sie geht auch jetzt. Gut, ich höre auf.